Liebe Zuschauer von Promigeflüster, sonntags beim Oktoberfest, beim ersten Wiesensonntag ist es natürlich Tradition, dass wir bei unserem Freund Franz Luckschmidt auf dem Wagen dabei sein dürfen. Und natürlich haben auch dieses Jahr wieder einige Prominente hier mit auf dem Wagen Platz genommen. Unter anderem vom letzten Jahr schon, ich glaube, dir hat es ganz gut gefallen, Andreas Hastreiter. Auf jeden Fall, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Es ist wieder eine gute Stimmung, jetzt schon. Jetzt sind wir noch nicht einmal richtig im Zug, aber es ist auf jeden Fall super wieder. So letztes Jahr wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber ich glaube, das können wir heuer noch toppen, oder? Auf alle Fälle, denn du hast, wie ich sehe, Verstärkung mitgebracht. Wen haben wir denn da? Ja, den Simon Wild. Ja, extra aus Reutlingen, glaube ich, angeflogen. Ja, genau, weit her. Sehr schön. Ja, ihr habt auch schon ein bisschen musiziert in der Vergangenheit schon. Ich weiß es, unter anderem in unserem schönen schwäbischen Albstadl. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt damals, oder? Ja, genau. Nein, also das ist einfach heute ein bisschen spontaner. So, wo es uns einfällt, das spielen wir ein bisschen und das haut recht gut hin. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Wenn ich so spontan spielen, ohne Vorgaben, ohne Zwang und alles, das ist auf jeden Fall schön. Na, wünsche ich euch viel Spaß. Haltet gut ein. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Wir haben nämlich nochmal heute für Sicherheit gesorgt. Und ja, es geht ein bisschen eng her, aber das ist egal. Für Sicherheit haben wir heute mehr oder weniger gesorgt. Wir haben die Polizei mit an Bord, aber allerdings nur von der SOKO 5113 vom Fernsehen. Reicht doch, oder? Und der Christopher, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wie ist es hier so zu früher Stunde schon? Frisch. Und Stimmung ist gut? Ja, passt. Ja. Wir haben einen kleinen Aufwärmer gekriegt. Ja. Und es wird nicht der letzte sein. Denke ich auch mal. Ne? Also da wird sich noch einiges bis tun. Bis Polizei kommt. Die echte. Die echte dann. Aber die brauchen wir hoffentlich nicht. Genau. Nein. Und du hast noch Verstärkung mitgebracht. Ja, mein Kollege. Der ist schon wieder mit dem Verlauf. Beim Flirten. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, was gibt es hier? Nichts. Also ich mag die gute Laune, habt ihr schon auf alle Fälle mal dabei? Ist mein Büro, ich glaube, ich gehe jetzt sofort. Freiluftbüro, ja. München. Ja, München. Also wir haben es ja letztes Mal im Interview schon erwähnt, du bist eigentlich so fürs schnelle Fahren. Heute geht es eher gemütlich her. Ja, ich finde es auch toll, weil ich war ja gestern schon auf dem Oktoberfest, deswegen finde ich es auch ganz toll, dass es heute ein bisschen langsamer geht. Okay, aber es wird auf alle Fälle schön und gemütlich. Ich glaube, das habt ihr schon mitgekriegt und ich hoffe, das frühe Aufstehen hat sich gelohnt. Das frühe Aufstehen hat sich gelohnt, wenn das Bier jetzt endlich angezapft ist. Da gibt es auch gleich was. Ich habe schon Anstich schon vernommen, ja, richtig. Also abwarten. Und damit sage ich erstmal bis später, nachher auf der Wiesn, euch jetzt eine schöne Fahrt. Danke. Werden wir haben, genau. Auf geht's. So, wie sich das für einen gescheiten Trachtenzug gehört, haben wir natürlich auch ein Fassal Bier auf dem Wagen. Und jetzt machen wir einfach mal anzapft, jetzt haben wir hier, da ist das Fass und da ist unser Gastgeber, der Franz Lux, und der wird jetzt das Fass anzapfen. Also, los geht's. Wir probieren es, lieber Benni. Achtung. Anzapft ist. Und der Benni Schnier kriegt natürlich von Gute Laune TV das erste Bier, das ist selbstverständlich. Und da freue ich mich drauf, super. Heute hier auf dem Oktoberfest war es ja mal wieder eine gute Zusammenarbeit mit Gute Laune TV, dem Schlagersender schlechthin, und den Moderator Benni Schnier, den habe ich hier nochmal an meiner Seite. Wie hat es dir gefallen? Du warst ja hier für die Gute Laune natürlich unterwegs. Also für mich war es eine Premiere im Grunde genommen, mal auf dem Trachten- und Schützenzug mitzufahren, und ich muss sagen, sensationell. Also ich bewundere vor allen Dingen die Pferde, die da die ganze Strecke lang total cool und ruhig bleiben, weil die sind das gewöhnt, aber trotz alledem ist das super. Und es war eine Riesenstimmung auf dem Wagen und
Tausende von Menschen außerhalb. Ich hätte das nie erwartet. Also eine tolle Geschichte. Also ihr seid gerne jedes Jahr wieder herzlich willkommen. Das war wirklich eine tolle Kooperation. Ich denke, das sollten wir auch weiterführen. Ja, du hast ja Kontakte bis hin zu den höchsten Ebenen, die man sich vorstellen kann. Der Mann kennt Leute unfassbar. Also wenn man, ich darf jetzt nicht mal verraten, wisst ihr, wie schwierig das ist, auf so einem Wagen mitfahren zu dürfen? Ja? Da gibt es Wartelisten über Jahre. Und der Mann ruft einfach an und sagt, du, ich hätte zwei Plätze. Also, ihn warm halten, alles gut. Okay, in diesem Sinne. Ich denke mal, jetzt werden wir von unseren Musikanten gleich noch eine kleine Einlage bekommen, hoffe ich doch. Die waren sehr gut. Also das war der Simon und der Andreas. Und von dem werden wir jetzt gleich auch noch ein bisschen was hören. Und damit euch zu Hause eine schöne Wiesn. Wenn ihr herkommen wollt, am besten, ich empfehle es euch unter der Woche am Nachmittag. Da ist es am ruhigsten, denn am Wochenende wird es wirklich schwierig. Am nächsten Wochenende ist das berühmte Italiener-Wochenende. Also da würde ich niemandem empfehlen hinzugehen, weil das ist, wie die Münchner sagen, Hardcore. Und einen kleinen Tipp noch, wer wirklich Gute Laune TV empfangen kann, der sollte einschalten am 4. Oktober ist es, glaube ich. Ja, 4. Oktober. Heißt die Sendung wie? Stefanie Hertel mittendrin haben wir jetzt hier gedreht. Drehen wir auch im Hippodrom noch mit der Stefanie zusammen, mit tollen Gästen. Wird eine ganz tolle Geschichte, also unbedingt einschalten. Und da könnt ihr sehen, was ihr versäumt habt. Selber schuld. Und wer uns natürlich auch noch begleitet hat, Fabrizia Kern, eine aufstrebende junge Sängerin aus Zürich. Und ich habe jetzt, glaube ich, festgestellt, wir kennen uns aus Facebook. Endlich auch mal persönlich. Richtig, genau. Aus Facebook kennen wir schon. Jetzt lernen wir uns persönlich kennen. Es freut mich sehr. Genau. Aus Zürich, wie gesagt, kommst du. Du machst Musik. Welche Richtung? Deutscher Schlager. Schlager. Und der erlebt ja momentan wieder wirklich eine Renaissance, kann man sagen. Also er ist wirklich immer wieder noch gefragter denn je. Ja, ich mache das wahnsinnig gerne und es ist jetzt wirklich extremen Aufschub hat das gegeben und es macht mir riesig Spaß, auch, ja. Ja, also wenn ich jetzt sage, für mich ist der Name noch neu, liege ich damit richtig? Ja, das stimmt, ist ganz, ganz neu. Wir fangen erst an und ich bin gespannt auf die Zeit, die auf mich zukommt und lasse alles auf mich zukommen, ja. Also, was gibt es denn von dir bislang zu hören? Was kann man sehen oder wo bist du anzutreffen? Ich habe bis jetzt eine Single rausgegeben, die kam im Juli raus, die heißt Bonito. Und jetzt Mitte Oktober, Ende Oktober kommt dann das Album raus, ja. Und dann geht Schlag auf Schlag? Wir hoffen es. Wir hoffen es, ja. Alles klar, super. Ich denke mal, hier jetzt auf dem Oktoberfest ist es natürlich noch ein bisschen ziemlich Trubel. Und für dich auch das erste Mal gewesen jetzt? Das erste Mal auf dem Oktoberfest, das erste Mal auf dem Umzug. Es ist der Wahnsinn, die Stimmung ist der Hammer. Ja, das muss man einfach erlebt haben. Also, ich bin da mal gespannt, dass man von dir noch mal mehr hören wird. Und beobachten das Ganze mal. Und dann gibt es auf alle Fälle ein ausführlicheres Interview noch mal in aller Ruhe. Vielleicht auch mal einen Besuch in Zürich. Und dann machen wir eine tolle Fortsetzung, das verspreche ich. Ja, gerne, das freut mich. Danke vielmals. Dir alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön, danke. Natürlich wieder hier beim großen Oktoberfest-Festumzug waren wir beim Franz Luxch mit auf dem Wagel. Und natürlich wieder, durfte nicht fehlen, Angelika Zwerens, die Dirndl-Punk, wie sie auch genannt wird, Dirndl-Lady und so weiter. Also wieder ein tolles Dirndl an, toller Blumenschmuck. Wie hat es dir gefallen heute? Heute war es einfach genial, weil heute der Petrus mitgespielt hat und wir hatten tolles Wetter und eine Bombenstimmung auf dem Wagen. Also ich muss immer wieder sagen, sieht immer fantastisch aus in deinen Dirndln, sind ja alles Einzelstücke und wie kommen die Ideen wirklich bei dir immer zustande, wie geht's? Ganz einfach, ich wache jeden Morgen mit einer neuen Idee auf. Und das wird gleich umgesetzt? Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Ja. Okay, also du träumst dann quasi schon von Dirndln, oder? Ja, genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Aber es ist jetzt nicht nur während Oktoberfest dann die Hochsaison, wann die ist. Es geht auch darüber hinaus natürlich weiter, denn wie wir schon festgestellt haben, Dirndl, Lederhosen, Tracht insgesamt ist eigentlich beliebter denn je mittlerweile geworden. Genau, also über alle Generationen geht es hinweg, auch die ganz Jungen. Und das freut mich sehr. Auch ältere Damen
Tracht ist einfach das femininste Kleidungsstück, also besonders das Dirndl für eine Frau. Auch bei Männern muss ich sagen, es ist schon wirklich cool, wenn ein Mann eine Lederhose trägt. Finde ich schon. Ja, ich habe mir jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal eine geleistet. Also, wie findest du es? Ich meine, es ist jetzt keine super tolle, teure, aber immerhin. Ja, super, gell? Also, herzlichen Dank, gerne, liebe Angelika. Gerne. Dir weiterhin noch viel Spaß hier auf der Wiesn. Danke. Eine gute Zeit und danke, bis ganz, ganz bald. Ja, tschüss. Tschüss. Alles gut. So, und wir haben nach wie vor noch hier. Jetzt muss ich noch mal kurz hier rüber. Nochmal zum Christopher ganz kurz. Charlie M. Huber haben Sie die vorhin auch genannt, ist das richtig? Ja, man hat mich schon vieles genannt im Leben. Und der Ding ist Charlie M. Huber nicht das Schlimmste. Aber ganz ehrlich nochmal, er ist Christopher und spielt den Franz einfach nur im Soko 5113. Und jetzt Ende September geht es, glaube ich, wieder los mit einer ganz speziellen Folge, mit einer ganz speziellen Reihe, muss man sagen. Ja, also es ist, mittlerweile in Deutschland wird heute alles amerikanisiert. Also sie nennen es Crossover, was im Grunde nichts mehr heißt, als dass es ein Fall ist, der durch fünf verschiedene Städten geht. Also der Tode natürlich in Minger, von München geht es weiter nach Köln, von Köln nach Wismar, Wismar nach Stuttgart und dann weiter nach Leipzig. Der Franz ist leider nicht dabei, aber mental ist er immer bei den Kollegen. Genau. Und aufgelöst wird es von den Münchnern, nehme ich doch mal an, oder? Wiederhofen, also wie gesagt, ich spiele nicht mit, aber die Münchner sind einfach immer die Schlausten. Genau. Michelle amüsiert sich auch ganz gut, wie man gerade so nebenbei sieht, aber ich glaube, euch hat es gut gefallen hier und auch beim Wagen war eine tolle Stimmung, oder? Ich freue mich so über diese Einladung, habe mir schon als kleiner Negerburg gewünscht. Wenn man das sagen darf, ist es ja heute rassistisch. Ich finde es nicht. Und jetzt als großer Negerbub freue ich mich erst recht. Alles klar. Und gerne nächstes Jahr wieder dabei. Und darauf trinkt mal ein Prosit der Gemütlichkeit euch zusammen. Schauer, zum Wohl. Super. Und zum Schluss natürlich muss ich mich auch noch mal wiederum bei meinem lieben Freund und ja, Kollegen, wie auch immer, Franz Luksch, unter anderem auch von Schau TV 1. Und natürlich von Lux Service recht herzlich für die Einladung bedanken. Ich fand es wieder eine gelungene Fahrt durch München zum Oktoberfest. Danke dafür. Lieber Frank, ein Freund braucht nicht Dankeschön sagen. Mir schmeichelt es, wenn du sagst Kollege, denn wenn man es aus der Sicht des Moderators Franz Lux sieht, dann sind wir Kollegen. Wenn man es aus der Sicht der freundschaftlichen Beziehung sieht, dann bist du ein gern gesehener Freund, nicht nur Gast, mit deinem Team von SchauTV, mit deinem Team von Gute Laune. Alle, die mit dir dabei sind, sind Menschen mit Herz und Verstand und die habe ich gern auf der Wiesn und die habe ich gern als Begleiter in meinem Leben. Übrigens muss ich sagen, ich habe hier zwei Freunde sitzen, den Oliver Weiß, ein langer Begleiter, und den Gertl von Gradowski, ja, die auch viele, viele Jahrzehnte jetzt schon mein Leben begleiten. Und wenn man solche Menschen an seiner Seite hat, dann kann man die stürmischste Zeit überleben und überstehen. Wie auf hoher See. Da hat einmal jemand gesagt zu mir, auf hoher See, Herr Luksch, da ist es so, etwas Glück braucht man und die Hilfe Gottes. Und da habe ich noch ein drittes dazu. Gute Freunde. Danke dir. Danke dir. Ich danke dir. Das tut wirklich gut. Ja. Und denke mal auf eine friedvolle Wiesn, aber ich glaube, eines wolltest du noch kurz loswerden. Ja, da gibt es nämlich noch einen Spruch, der gestern ein bisschen aufgeschlagen ist, oder? Darf ich das noch sagen, lieber Frank? Du warst ja mit deinem Team beim O-Zapfer dabei, so im Schottenhammel. Und man muss sich ja mal vorstellen, und da bin ich ein bisschen traurig drüber, der scheidende Oberbürgermeister Christian Ude sagt, kurz bevor er ansticht, auf die Frage vom Bayerischen Fernsehen, Christopher Däumling war es, glaube ich, was gefällt Ihnen denn nicht auf der Wiesn? Und dann sagt er im übertragenen Sinne, die sich bewusstlos trinken, das sind richtige, was hat er gesagt, richtige Volldeppen mehr oder weniger. Das darf ich ja jetzt sagen, weil ich nicht mehr Ex-Säufer, weil ich nicht mehr gewählt werde. Und das macht mich traurig von einem SPD-Politiker, generell von einem Politiker, wenn ich sowas höre, dass jemand sagt, weil ich jetzt nicht mehr gewählt werde, sage ich mehr oder weniger das, was ich mir die letzten Jahre gedacht habe. Traurig, Herr Ude. Das ist nicht sehr schön, das ist richtig.
Ich habe es leider jetzt nicht gesehen, aber das entspricht schon den Tatsachen, was er gemeint hat. Ne? Aber deswegen lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir trinken trotzdem mal einen und sagen eine friedvolle Wiesn. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, euch alles Gute. Danke und auch alles Gute.